an einem wunderschönen Ort mitten im Saarland und auf einem Höhenstadtteil. Und hier ist jemand, dem haben wir mal vor kurzem jetzt geholfen, nämlich zusammen mit der Firma Südwest GmbH haben sie quasi ein neues Bad bekommen, oder? Ja, ein Duschbad. Ein Duschbad, wenn Sie mal so lieb sind, sich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Inge Lamberti. Ich wohne auf dem Eschberg in der Breslauer Straße. Prima. Und Sie sind nicht ganz so gut zu Fuß in letzter Zeit, oder? Nein, ich bin ja mittlerweile schon in einem beträchtlichen Alter und da tun die Füße und die Beine nicht mehr so wie früher. Okay. Und das fing wann an ungefähr, dass es Ihnen, sag mal so, dass das schnelle Gehen nicht mehr so gut ging? Das schnelle Gehen und überhaupt den Bergsteigen und Treppensteigen und überhaupt die Beine tun nicht mehr so, wie ich das mal früher war. Okay. Das heißt, irgendwann ist mal die Zeit gekommen, da ist das Einsteigen in so eine Badewanne. Sie hatten nur eine Badewanne, gell? Ja, ja. Und das wurde dann mit den letzten Monaten eigentlich immer schwerer. Genau. Und Sie haben mir erzählt, aber eigentlich hätten Sie das schon vor 10 Jahren machen sollen, oder? Ja, wenn ich mir es recht überlege, ich habe mir die letzten Monate doch sehr viel Mühe geben müssen zum Einsteigen in die Badewanne. Und vor vielen, vielen Jahren, als ich ja schon mal erwogen hatte, da hat es geheißen, naja, das gibt so viel Schmutz und da müssen die ganzen Fliesen erneuert werden und das ist zu aufwendig. Und damals habe ich gedacht, naja, ich pack's ja auch noch so. Okay. Ja, jetzt gibt es ja eine Lösung. Zufälligerweise ist ein Meisterbetrieb hier aus Saarbrücken da, nämlich die Firma Südwest. Und die haben ein neues Produkt. Das heißt wie? Pflegekomfort von Saar. Genau. Das ist was? Ja, wir bauen alte Badewannen um, beziehungsweise alte Bäder. Die Wanne kommt raus, eine neue Dusche kommt rein und möglichst barrierefrei immer. Ja, damit können wir einigen Leuten helfen. Ja, wir schauen uns das mal ganz kurz an. Es ist nämlich wirklich wunderschön geworden. Es sieht jetzt aus fast wie in einem Hotel, muss man sagen. Es gab eine ganz neue Badinstallation. Das Ganze geschieht normalerweise an einem Tag. Es gab aber hier noch einen kleinen Sonderwunsch und es gab relativ wenig Dreck. Und das ist jetzt Ihre neue Badewanne. Genau. Ich sage jetzt mal, hier war mal die Badewanne. Ja, da war mal die Badewanne, genau. Und ich finde das wunderbar. Das ist so bequem und das Ganze hat sich innerhalb von 2 Tagen entwickelt und ist doch schön geworden. Ne? Ja, hier ist nämlich eine ganz tolle Duschabtrennung mit dabei. Sie können jetzt vollkommen problemlos einsteigen. Die kleine Stufe macht Ihnen nichts aus, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja nur etwa eine Handhöhe, 15 cm. Also das ist kein Problem. Zudem gibt es ja eine schöne Halterung da, wo man sich festhalten kann zum Ein- und Aussteigen, wenn es sein muss. Und die wurde auch neu montiert, gell? Ja, ja. So, das heißt, also hier unten habe ich meinen Einstieg, da ist der Duschablauf zentral. Das Ganze ist natürlich so gemacht, dass es in der Mitte abläuft automatisch. Ja, ja. Es ist so, man muss sich halt ein bisschen in die Ecke stellen, dass nicht das ganze Wasser bis da hinten hinläuft. Das würde ja etwas spritzen dann. Genau, das heißt, hier war vorher die Badewanne und wir haben auch ein Foto da. Der Herr Gazimski hat nämlich das vorab mal fotografiert. Wir gucken mal ganz kurz nach. So sah das vorher aus, wie das ja in vielen Bädern aussieht. Das ist so ein typischer Fall. Das heißt, die Badewanne ist drin und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, die rauszuholen, ohne viel Aufwand. Oder? Ja, vielen Leuten geht es so. Wir kennen es natürlich anders. Aber das ist oftmals die große Barriere, dass sich die Leute einfach nicht trauen, dann so viel Schmutz im Haus zu haben, eine lange Baustelle zu haben. Und das haben wir alles mit dem System von Pflegekomfort Saar gelöst, dass man da einfach fast keine Baustelle, also wirklich normalerweise an einem Tag durch sind. Hier hatten wir es ein bisschen schwieriger, weil es von der Verrohrung ein bisschen schwierig war. Hier hat es dann tatsächlich 2 Tage gedauert. Aber selbst 2 Tage ist, glaube ich, was, das geht, oder? Genau, da würden sich viele Leute gar nicht mehr die Frage stellen, ob sie das noch wollen oder nicht. So, und jetzt der Vorteil ist, Sie nutzen das wahrscheinlich jetzt wieder jeden Tag, oder? Natürlich. Genau, ist das schön jetzt? Wunderbar, ne? Und die waren auch nett, die Leute von Ja, sehr bemüht, alles in Ordnung, keinen großen Schmutz zu machen, haben alles wieder weggeräumt. Also das war schon vorbildlich. Ne? Und dann gab es Kaffee auch, einen Kuchen? Ich habe zwischendrin einen Kaffee gehabt. Die hatten ihr Frühstück immer mit dabei, aber eine Tasse Kaffee habe ich ihnen immer schon gemacht. Ne? Okay, also die waren nett und freundlich. Und das Ganze ging normalerweise in einem Tag, aber hier war jetzt die Furore ein bisschen schwieriger, in 2 Tagen. Jetzt kommt was ziemlich cool ist, das übernimmt alles die Pflegeversicherung. Ist das, oder wie funktioniert das genau? Also wenn man einen Pflegegrad hat, dann kann man
Zuschuss verlangen oder Zuschuss beantragen bei der Pflegekasse. Das sind bis zu 4.000 Euro. Und in diesem System, so wie man es hier sieht, ist das alles in die Kosten mit abgedeckt und man würde das quasi kostenneutral gemacht bekommen über den Pflegezuschuss von der Pflegekasse. Und das Ganze ist natürlich auch vorher auch zu beantragen. Das heißt, ich kann Sie rufen, Sie gucken sich das Ganze erstmal an, wir checken erstmal oder Sie schauen erstmal, ob das auch bezuschusst wird, das geht. Genau, richtig. Also wir kommen gerne mal vorbei, schauen uns die Sache an, sprechen es auch mal durch und helfen Ihnen dann natürlich auch dabei, wenn ein Antrag gestellt werden sollte, wo man sich hinwenden soll und beim Ausfüllen jeweils, je nachdem halt auch. Und das war jetzt schwierig mit dem Antrag hier bei der Pflegekasse? Nein, überhaupt nicht. Ich wusste ja anhand der Broschüren, die ich hatte, was mir zusteht, nachdem ich Pflegegrad 1 habe. Und da habe ich dann eben nur den fernmündlich, habe ich mir dann Bescheid sagen lassen, dass das genehmigt wird. Und die haben es mir dann auch schriftlich gegeben, dass ich also bis zu 4.000 Euro beanspruchen kann. Also ich bin ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Das Bad gefällt mir wirklich sehr gut. Und wenn es jetzt Ihnen hilft, dann ist das ja ein richtiger Zugewinn, oder? Ja, würde ich sagen. So, vielen, vielen Dank. Und dann frage ich noch die aller Fragen. Wenn ich jetzt auch einen Pflegegrad habe, ich komme mal ganz kurz hier rein wegen dem Licht. Da haben wir etwas besseres Licht hier vorne. Und ich will mich jetzt wenden an Sie. Wie ist da die Rufnummer? Oder wie habe ich die Möglichkeit, Sie zu kontaktieren? Also grundsätzlich informieren können Sie sich unter www.pflegekomfortsaar.de oder unter der 0681 883 8832. Also in Saarbrücken die 0681 883 883 und die 2. Korrekt, richtig. So, vielen Dank, Herr Gazimski. Sie selbst sind auch Meister, haben ein Team mit ganz vielen Meistern. Korrekt. Super. Also ein Meisterfachbetrieb aus Saarbrücken, Pflegekomfort Saar. Vielen, vielen Dank und ich bedanke mich nochmal vielmals, dass Sie so bereit waren, uns das mal zu zeigen. Aber es ist wirklich sehr schön geworden. Ich danke Ihnen auch. Dankeschön. War ein ganz nettes Interview. Dankeschön. Tschüss.